Hier im Landtag wurde häufig das Argument bemüht, die Autobahn werde ja nun mal jetzt seit Jahrzehnten geplant, oder es sei ja jetzt auch zu spät, sie zu verhindern. Das hätte man früher machen müssen. Dabei gibt es ja seit Jahrzehnten Bürgerinitiativen und Widerstand in der Region. Und als der Bau der A49 geplant wurde, waren die meisten Menschen, die in den letzten Jahren auf den Bäumen im Dannenröder Wald saßen, die meisten dieser Menschen waren damals noch nicht mal geboren. Sie konnten überhaupt sich nicht wehren, sie konnten sich nicht einbringen, aber ihre und die kommenden Generationen werden die Folgen dieser Politik spüren. Und da frage ich mich, wo bleibt an der Stelle eigentlich diese Generationengerechtigkeit, von der an anderer Stelle so gern gesprochen wird?